Ich bin Annika Niemann und ich präsentiere unsere Forschung zur Vorhersage der Ruptur interkranialer Aneurysmen mittels Deep Learning auf patientenspezifischen 3D-Modellen. Intrakraniale Aneurysmen sind krankhafte Veränderungen der Gefäße im Kopf. Hier beschränken wir uns auf sakuläre Aneurysmen. Etwa 5% der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens ein Aneurysma. Die meisten Aneurysmen verursachen keine Symptome und werden zufällig im Rahmen von anderen Untersuchungen entdeckt. Auch langfristig werden viele der Aneurysmen keine Probleme für den Betroffenen verursachen. Aber etwa 30% rupturieren. Dies kann zu schwerwiegenden Einschränkungen im Alltag oder zum Tod führen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, interkraniale Aneurysmen zu behandeln, allerdings beinhalten diese auch Risiken für den Patienten. Das wirft die Frage auf, welche Aneurysmen rupturiert werden und daher behandelt werden sollten. Es gibt diverse klinische Scores, welche zur Risikoabschätzung verwendet werden. Allerdings erfassen diese oft nur unzureichend die Form des Aneurysmas. In diversen Forschungsarbeiten wurde eine Vielzahl an Formparametern zur Rupturvorhersage vorgestellt. Die Bestimmung ist oft aufwendig und nicht praxistauglich. Daher wird hier auf die Kalkulation solcher Parameter verzichtet und direkt patientenspezifische 3D-Modelle zum Trainieren eines neuronalen Netzes verwendet. Trainiert wurde eine Klassifikation in rupturierte und unrupturierte Aneurysmen. Zunächst muss dafür das Mesh auf das Aneurysma und das Elterngefäß reduziert werden. Das Mesh kann entweder manuell oder mit Hilfe der hier gezeigten Benutzeroberfläche zugeschnitten werden. Der semiautomatische Ansatz reduziert die Benutzerabhängigkeit der Mesh-Zuschnitte. Hierfür wird das Mesh zunächst basierend auf der Konvexität in verschiedene kleinere Abschnitte geteilt. Diese werden in unterschiedlichen Farben angezeigt und nummeriert. Der Benutzer wählt nun das Aneurysma und das Elterngefäß aus. Hier sieht man nun das Aneurysma und das Aneurysma samt Elterngefäß. Drei verschiedene Deep Learning Architekturen wurden getestet. MeshNet und MedMesh CNN lernen auf Dreiecksmeshen, während FaultNet auf Punktwolken lernt. Die beiden Mesh-basierten Ansätze waren besser geeignet für die Rupturklassifikation als Deep Learning auf Punktwolken. Die besten Ergebnisse wurden mit MeshNet auf semiautomatisch zugeschnittenen Meshes bestehend aus Aneurysma und Elterngefäß erzielt. Die vorgestellte Methode zeigt somit, dass eine Rupturrisikoanalyse mittels Geometric Deep Learning möglich ist, hat ein großes Potenzial zur Risikoabschätzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.